Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terratec. Die gute Kiste war leider eine kleine Falle, aber eine Falle, durch die ich etwas lernen konnte. Und zwar den Ankermodus, den ich davor nie beachtet habe, beziehungsweise gar nicht wusste, was ich damit anstellen sollte. Denn das Gute ist, wenn wir uns hier einen Anker nach unten bauen, also wirklich einen Geofix-Anker zum Beispiel, können wir unser Fahrzeug ankern und gegenankern. Und wenn wir geankert sind, können wir natürlich normale Sachen nutzen, wie etwa die Ressourcenkanone, Verarbeitungseinrichtung und sonstiges Gedünsel, unseren SCU und natürlich unseren Stromgenerator. Jetzt habe ich mal links und rechts jeweils einen hingebaut und sehe da, 1-2 Minuten aufgetankt. In 1-2 Minuten sind wir ziemlich schnell wieder aufgetankt. Das dank der Kraft der Generatoren. Deswegen zack, einmal nach unten. Alles ist deaktiviert soweit wieder und wir können wieder in den Kampf ziehen. Das heißt, jetzt weiß ich endlich mal, wie ich es schaffen kann, bei längeren Zeiten, bei längeren Stoßzeiten, sagen wir es mal so. Hallöchen aber auch. Dass wir nicht einfach nur dumm in der Gegend rumstehen, sondern auch effektiv was machen können. So, jetzt gucken wir mal, was ist, wenn ich mich jetzt hier ankern würde. Feine Nähe, ach, das geht wiederum nicht, okay. Das ist natürlich was anderes. Wenn der Feind in der Nähe ist, kann ich mich nicht ankern. Na, schade war's. Na komm, du wirst doch bestimmt draufgehen. Genauso wie dein Kollege. Ihr wollt beide draufgehen. Das sehe ich doch jetzt schon. Du kostest mir gerade ziemlich viel Energie. Na, wobei es geht, es geht. Und der wird leider hochgeheilt. Aber dagegen können wir was machen, denn ich habe jetzt da vorne auch noch eine Kettensäge dran. So, aber es ist leider immer noch hartnäckige Natur. Da müssen wir vielleicht... Ey, Moment. So, auf die Seite rüber alles. So, darüber. Damit das Zeug nicht so schnell explodiert, weil ich hätte es lieben gerne. Ich möchte so einiges aufkrabbeln. Und er kann nicht schneller heilen, wie ich ihm Feuer unter dem Hintern mache. Das kann gar nicht sein. Das ist vollkommen unmöglich. Gib's zu, stirb endlich. Ich brauche ewig und 3 Tage, um irgendwas kaputt zu bekommen, aber die machen mein Schild innerhalb von Sekunden meistens fertig. Weniger als Sekunden sogar. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Moment, das ist auch was. Dafür habe ich den Hintern vorbereitet. So. Hinternkanone. Ihr seid alle anvisiert. Okay, Operation 3, 2, 1, Feuer! Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Dankeschön. Kann ich jetzt mich ankern? Yep, jetzt kann ich mich ankern. Wunderbar. Das heißt, wir können aufladen und gleichzeitig das ganze Zeug mitnehmen. Wir sind ein Perpetuum mobile der Zerstörung. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube, ihr da unten wollt definitiv irgendwo anders rum und nicht hier rum. So und so. Gar wunderprächtige Natur. Ich habe natürlich jetzt bloß 2 Generatoren, weil mein Schema ist ja definitiv nicht darauf ausgelegt gewesen, sondern auf was anderes. Oh, und ich sehe gerade, wir haben hier ein paar kleine Pünktchen verloren. Müssen wir wieder auffüllen. Hallöchen, dich da oben sehe ich auch noch. Dich sehe ich und mit dir werde ich gleich noch abrechnen hier. Ach, guck mal, wir haben davon ja auch noch Platz. Wir haben dort Platz, wo ich gar nicht wusste, dass wir überhaupt noch Platz haben. So, du auch noch. Ich glaube, wir sind fast wieder voll. Okay, einen Moment noch. Ein klitzekleiner Moment, denn in den Kampf möchte ich doch, wenn es schon geht, mit voller Energie gehen. Oh, jetzt stell euch mal vor, wir hätten nochmal 2 von diesen Generatoren. Das muss ich einfach machen. Das muss ich sowas von machen. Irgendwie ein Doppelstöcker. Unten dann zum Aufnehmen von den Ressourcen. Ey, das Ding wird geil. Wir können wirklich eine wandelnde Festung bauen. Eine Fabrikfestung sogar. Oh, noch wesentlich besser. Ups, das wollte ich nicht machen. Zack, einmal entankern. Dankeschön. Und wir hatten da doch noch jemanden. Genau dich hier. Der Letzte in der Falle. Big T kämpft mit dem anderen gerade. Ich glaube, da müssen wir doch kurz mal vorbeischauen, oder? Natürlich müssen wir das. Hallöchen aber auch. Ich habe gehört, ihr liebt es zu sterben. Ihr seid regelrechte Sterbefans.
Ja, auf jeden Fall. Genauso wie der Kleine hier. Der Bittlebrum. Ich würde den Kleinen auch liebend gerne noch töten. Das wäre wunderbar. Feinde in der Nähe. Hoffentlich nicht mehr gleich. Na, komm. Dankeschön. Okay, ich kann mich gerade nicht ankern. Das ist natürlich nicht so schön. Hier vielleicht? Dort eher? Sind wahrscheinlich wieder zu viele Sachen gerade in der Gegend. Okay. Heißt, es angeht nicht immer zu 100%. Macht nichts, macht nichts. So, jetzt hätte ich aber liebend gerne bitte meine Kiste. Okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Moment, Moment, Moment. Der Meister, da habe ich, das war es aber schon, aber irgendwie... Ach, das ist trotzdem, ist immer noch da. Okay, ist natürlich was anderes. Wenn das Zeug immer noch da ist, dann ist es halt immer noch da. Okay, was haben wir noch als Zeitrennen? Oh, warte, da war noch was. Ach, Heidewitzka. So, Hallöchen. Ja, ich weiß, da sind ziemlich viele Sachen unter mir. Könnt ihr vielleicht mich irgendwo einfach nur verankern lassen? So wird es mal. Ich freue mich darüber. Ja, irgendwie... Tauric Medium. Ja, nicht schlecht. Damit kann man zumindest was anfangen. Ketten für kleinere Sachen. Ah, wenn die halt einfach doppelt und dreifach so groß wären, das wäre super. Aber ich glaube, bei Hawkeye kann ich da eher fündig werden. Verteidige, verteidige. Jägermax, Jägermax, zu schießen, Jägermax. Einfach nur Gegner vernichten, okay. Meisterernte zum Raffinerieren und das glaube ich, werden wir machen. Das werden wir machen. Ja, und es ist noch alles, was wir kriegen können und werden anfangen, ein bisschen zu raffinieren. Beziehungsweise eigentlich können wir das hier nebenbei machen. Nachdem ich jetzt weiß, ich kann mich hier verankern, gibt es doch bestimmt die Möglichkeit, irgendwo zumindest, da hier die Lieferkanone. Jetzt muss ich mich ganz kurz ver... Hallöchen. Jetzt hat er am Boden gefunden, okay. Kann ich mich denn hier irgendwo... Zack und zack. Natürlich funktioniert das, das ist ja wunderbar. Das können wir doch glatt mal machen. Hier, so wunderschön, die nächste Lieferkanone. Es ist natürlich schade, dass das ganze Holz drauf geht, aber was soll's. Ich weiß, es steht hier verfeinert dran, aber ich möchte hier ein bisschen was loswerden, weil wir werden auf jeden Fall jede Menge Ressourcen bekommen hier. Heißt, die können wir aber auch gleich effektiv nutzen. Jetzt überlege ich gerade, wenn ich jetzt wirklich was mache mit Anhänger. Das wäre gar... Ich habe gerade die mega geile Idee, wir machen eine Doppelfestung. Der vordere Teil ist unser Kampfpanzer. Und der hintere Teil ist nichts anderes als ein riesiger Anhänger mit einer Verarbeitungseinheit drauf. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt immer die Verarbeitung mit uns dabei haben. Ich würde mal sagen, das klingt doch noch was Gutem. Die kleinen Rädchen, wie sie da unten durchdrücken. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber da muss ich wieder anfangen zu planen. Oh je. Ich weiß, was ich morgen in der Arbeit machen kann. Wenn ich eh wieder am Warten bin, bis zum Umfallen. So, zack, einmal zack, einmal zack, einmal zack. Hauptsache verkauft. So, dankeschön. So, Verankerung ist weg. Wir können weiterfahren. Verfeinern können wir nachher immer noch. Wir haben ja Trace, so experimentelle. Plus dann ein Panzerfahrzeug vorne drauf. Hawkeyes. Haben wir Hawk... Was haben wir denn für Hawkeyes momentan da? Radmöglichkeiten haben wir bloß die Standardräder. Ich weiß, Hawk hat auch gute Ketten. Was natürlich auch genial wäre. Aber wir können... Hallöchen. Ich kann gerade sagen, also wenn du mir... Ja, ich weiß, das Säbelblatt da unten ist vielleicht nicht das Beste zum Abmauen, zum Abernten, aber was soll's. Was soll's. Wir haben hier noch irgendwas.
Ein Rennen brauche ich nicht unbedingt machen. Ein Rennen, das ist definitiv nicht das, wofür dieses Fahrzeug ausgelegt ist. Ich weiß gerade momentan überhaupt nicht, für was es überhaupt ausgelegt ist, aber definitiv nicht für ein Rennen. Gehst um, müssen wir noch ein bisschen platt machen. Na komm schon, komm, put, 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 put. Ist ja jetzt egal, wie schnell, was wir jetzt hier mitnehmen. Hauptsache, wir nehmen irgendetwas mit. Die Kleinigkeit tut immer gut. Was zum Henker? Oh mein Gott, habe ich da so eine Pumpe hinterlassen noch? Oh je, oh je, oh je. Ja, Entschuldigung. Das war wohl ein bisschen zu heftig da. Das heißt, okay. Ich glaube, das Ding ist unendlich. Okay, da muss ich doch mal kurz. Da muss ich mal intervenieren. Was zum Henker treibt ihr denn hier? Ich komme nicht hoch. Ich komme überhaupt nicht hoch. Na, kommst du ja, Dankeschön. Ich glaube, bei dir kann ich mal was lassen, oder? Du pumpst und pumpst und pumpst, so wie es ausschaut. Ich glaube, ich kann sogar alte Lieferkanonen mal bei dem hier lassen. So wie der momentan hier raushaut. So. Muss ich mal kurz gegenchecken. Okay, wie wär's denn, wenn wir dich dorthin bauen? Das ist wahrscheinlich nicht das Verkehrteste. Und dann machen wir noch dich am besten. Hallöchen, das war falsch. Dich darüber. Vielleicht müsste man das sogar noch veredeln. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Haben wir die Chance hier auf eine Veredelung? Ich glaube, da können wir doch was absahen. Dankeschön. Das ist ziemlich böse gerade. Hat es unendlich so viel oder? Ja, eigentlich ist es leer. Es ist leer, aber es pumpt trotzdem noch Sachen raus, so wie es ausschaut. Okay, können wir uns verankern vielleicht? Das wäre es doch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wenn das hier so einfach funktioniert hätte. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Also verankern ist echt ziemlich spezifisch, sagen wir es mal so. So, 7 gerne dich dorthin. Okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Dich brauchen wir gerade auch nicht. Ebenso wie ich dich hier. Die ganzen Lager können wir alle mal hier wegnehmen. Dann bauen wir Hubballe halt. Das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich nicht. Moment, Moment, das wollte ich nicht. Ja, gut. Was soll's, was soll's, was soll's. Wir brauchen Energieberge, Produktionsstätten brauchen wir hier. So, und für die Produktionsstätten brauchen wir. Ba, 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 bam. Eine Raffinerieeinheit. Wunderbar. Wir benötigen hier einmal dich hier. Und die Frage ist, wo kommst du raus? Du kommst nebendran raus und kannst eigentlich direkt in popopopom, eine Verkaufseinheit übergehen, oder? Jep, ich glaube, das könnte ein kleiner Selbstläufer hier hinten werden. Betonung auf klein. Du hier. Oh, hier. Das hätte ich aber sowas von überhaupt nicht gedacht, dass ich sowas hier anfinden könnte. Ja, das Ding ist überlaufen momentan mit allem drum und dran. Ich überlege gerade, ob es sinnvoller wäre, jetzt noch sogar zwei Stück zu machen. Der ploppt immer noch was raus. Okay, das Ding ist wirklich unendlich. Ich meine, ich nutze das mal, solange das möglich ist. Warum denn eigentlich nicht? Förderband. So, so, so. Und. Natürlich jetzt nicht so. Und wir haben doch bestimmt zwei Lieferkanonen zur gleichen Zeit. Hier und hier.
Yep, das funktioniert. Mehr als das eine können wir nämlich hier nicht verarbeiten momentan. Okay, ich glaube, wir verarbeiten hier mehr als gut ist. Das heißt, wir können gehen. Wir haben unseren Soll hier erfüllt. Oh, da haben wir noch ein Silo. Wie wär's denn mit... Wenn wir schon mal eins da haben, hier. Das ist nämlich die 300 Sachen ziemlich schnell verfeinert. Ah, können wir vielleicht dann noch den hier kurz wegbaschen, denn er ist immerhin ein Jeso. Und gegen Jeso habe ich was. Zumindest bedingt. Schade, geht nicht. Okay, ich such dir wieder alles zusammen. Also ich muss echt bestimmte Stellen herausfinden, wo ich das Ding verankern kann, was ich jetzt etwas leicht bis nervig finde. Wäre mir anders ein bisschen lieber. So, du bist auf jeden Fall tot. Der Megatanker. Ja, so mega war der jetzt aber auch wieder nicht. Na komm, du willst doch, du willst es auch. Yep, du bist du direkt hinter mir? Bist du wirklich hinter mir sein? Also ich weiß es nicht. Dein Algorithmus möchte ich mal kennenlernen. Der dich auf die glorreiche Idee gebracht hat, dich hinter mich zu bringen. Na komm, irgendwo. Jetzt da! Sitzt, passt und hat Luft. Man muss nur Glück haben und wissen wo. 85.000, es steigt immer weiter an. Also wenn wir jetzt nicht reich werden, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich muss mir meine Hauptbasis irgendwie sowas suchen. Ich glaube, das Zeug verbrennen kann ich schlecht. Na, dürfte wahrscheinlich nicht gehen. Zack, wunderbar. Oh. Aber wir haben sogar noch ein bisschen was übrig. Das hätte ich doch eigentlich schon ziemlich gerne. Okay, Moment, machen wir es anders. Machen wir es anders. Wenn wir so ein paar Problemchen haben, dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Sind wir zum Beispiel wieder vollgepumpt? Wir sind vollgepumpt. Dann müsste der Panzer so Britzelviecher haben auf jeden Fall. Zumindest beim Anhänger. Das Kampffahrzeug wirklich klein und kompakt ist, mit dem man alles machen kann. Und die Basis alles Mögliche machen kann. Ah, je, je, je. Ich hab's schon gewusst, also das sagt es mir. Der Anhänger hat Zukunft auf jeden Fall, aber dass er so gute Zukunft hat, das wusste ich natürlich nicht. Das konnte ja schier gar keiner ahnen. So. Jetzt müssen wir vielleicht hier noch ein bisschen rausbauen. Einfach nur, damit das ganze Klump hier auch noch mitgenommen wird. So, und da haben wir in die Richtung gebaut. Und wenn das dann irgendwann mal kaputt ist, na gut, sei es drum. Das wollte ich jetzt nicht. Und nein, auch nicht. Passt. So, das hat nur einen kleinen Kreis, aber wir haben doch bestimmt noch größere Pets, oder? Nicht ernsthaft. Keine großen Pets. Geokopf vielleicht irgendwie? Auch nicht. Okay. Das erschreckt mich jetzt so ein bisschen, ne? Aber was soll's. Was soll's. So, bumm. Und bumm. Und hier auch noch was. So, dann könnt ihr auch noch ein bisschen so verkaufen, weil mir eigentlich Wurst. Alles klar, das Zeug bleibt einfach mal hier stehen und wir kommen später mal wieder zurück, wenn uns mal danach ist. Jetzt müssen wir ja gucken, dass wir zu unserer Hauptbasis kommen. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Ressourcen meine, wunderbar. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht die eine oder andere Mission noch bekommen könnten. Das würde mich doch gar ziemlich stark freuen. Danach können wir noch gucken. Ja, Ventura ist halt... Ja, Ventura eben. Geokorb Jäger. Ja, an sich Geokorb Sachen zerstören. Da kommen wir gleich wieder hin. Da kommen wir uns schon noch hin. Achso, haben wir vielleicht sogar noch ein Ventura-Hakoi? Wir haben ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Energieblöcke, Zubehör, Waffenblöcke, Energieblöcke, Naturblase haben wir, das war es aber auch schon. Nicht so wirklich viel.
Dankeschön. Sollen wir mal verankern probieren? Okay, keine Ahnung, was Gotti daher gebeamt hat, aber es hat funktioniert. Verankern hat funktioniert. Wir müssen nur auf einer, ja, annähernd geraden sein. Oh, Dankeschön. Wenn das Ding jetzt auch direkt aufgehen könnte, wäre... Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Da aber noch ein paar Geocorp-Sachen. Oh, natürlich Tracer-Pads. Oh, die muss ich mir dann ganz gut überlegen, wie ich die handhabe. Ja. Muss eigentlich eine laufende Verarbeitungseinheit oder sowas haben. Da muss ich mir noch was Gutes überlegen dafür. Ups. Ja gut, wenn wir jetzt zwei, drei Sachen nicht haben. Passt schon, passt schon. Ja, ich weiß, ich fahre gerade in die vollkommen verkehrte Richtung. Moment, ich hätte gedacht, da hinten. Nöp, hier. Ach, das erscheint einfach nur jetzt dauerhaft da oben. Okay, gut. Damit wir immer wissen, wie viel Gewinn wir gerade machen, erscheint es am laufenden Bande jetzt. Da sage ich auch hinein dazu. Immerhin, Geld ist Geld. Okay, Geo, tut mir leid, dass du jetzt genau hier gespawnt bist, aber du bist einer von den Sachen, die ich töten muss. Ich, wenn es anders gehen würde, würde ich es ja anders machen, aber dieser Welt des Bergbaus geht es nur eins, wer wen zuerst tötet, so wie es ausschaut. Alles andere scheint egal zu sein. Dankeschön. Hey, ich habe jetzt einen getötet. Ach, an sich Text zerstören. Ach, Geocorp und Ventura. Naja, gut. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das sind immerhin GSO-Typen, die ich gerade die ganze Zeit abgeknallt habe. Ja, dann ist klar. Und ich denke mir, die Quest ist kaputt. Das funktioniert doch gar nichts. Naja. Wenn man falsch drauf schaut, dann schaut man nun mal falsch drauf. Ich glaube, jetzt... Kann auch gut sein, dass es kaputt gegangen ist, die Fabrik. Ha. Wäre natürlich schade drum. Wäre natürlich mehr schade drum. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mal feststellen. Wenn wir mit unserem mobilen Basis und Festungstürmchen und weiß der Geier, was noch alles, ein gutes Stück weiter gekommen sind. Du, aus der Bahn, aus der Bahn. Hier komme ich. Anscheinend kein anderer. Oh, komm schon. Also die Kreissäge ist gerade am Arbeiten an einem Stein. Ja, das ist klar, dass das dann ein kleines bisschen dauern könnte. Oh, komm schon. Alles mitnehmen. Können wir alles gut verkaufen. Bist du Ignit? Nein, du bist Gummi. Du bist nur läppischer Gummi. In dem haben wir ziemlich viel. Ah, kommst du nach oben? Ja, okay, bescheiß mal ein bisschen. Lalalala. Wenn wir schon auf die eine Art hochkommen, kommen wir zumindest auf die andere Art hoch. So, zack, dankeschön. Hat ausgereicht. Der kleine Schub hat mehr als ausgereicht. Ja, das Fahrzeug hat seinen Dienst bei uns mehr als gut überstanden, sagen wir es mal so. Na, ich möchte auf die Ebene. Ich will zurück auf die Ebene, zurück auf unsere Basis. Da, wo ich mich wohlfühle. Dann können wir nochmal gucken, ob wir den letzten Rezeptor vielleicht noch... Oder Receiver? Rezeptor? Also ich habe keins, ich kann ja mal nachgucken, aber so ein Ding habe ich ja nicht. 23 mittlere Batterien, juhu! Holla die Waldfee, das freut mich doch. Meine Stimme gibt gerade so gut wie knapp nach. Uiui. Let's have a look. Ja, das Ding ist überladen. Genau so ein Ding suche ich doch die ganze Zeit. Distanzladegerät heißt es einfach nur. Okay, das ist nur Distanzladegerät. Habe ich auch nichts dagegen, wenn es nur Distanzladegerät heißt. So, einmal bitte alles aufladen. Jetzt gucken wir doch mal. Wie schaut es denn hier aus? Das Ding hat sich doch ganz leicht verändert. Was bist denn du für einer? Rodiderz, okay. Tut umfallen. Findere die Lieferung. Okay, wenn das alles ist, was du für mich hast momentan. Schau gerade allgemein ein bisschen durch, was der gute Mann so anzubieten hat. Oh, 12.000. Gekauft. Also soll ich gerade sagen, ich kann ja hier mal ankern, aber irgendwie... Jetzt kann ich ankern. Dankeschön. Was haben wir denn noch hier? Hm.
Nichts, was ich so ungefähr brauchen könnte. Ola, Luxan. Na, Batterien habe ich jetzt auch bis zum Umfallen. Ich glaube, mein Freund, du hast gerade nichts, was ich so brauchen könnte. Eine Erkupplung sind eigentlich auch gerade nicht so das Wahre. Also, ups, das war ich jetzt nicht. Das war ich. Einmal wieder entankern. Wenn wir schon mal dabei sind. So, bitte alles mal wegnehmen. Okay, wir können noch mal so kurz stehen bleiben. Macht nichts. Macht überhaupt rein gar nichts aus. Tod umfallen. Das können wir auf jeden Fall mal angucken. Oh Mann, das kommt davon, wenn man versucht, irgendwie mit seinem Tech zurechtzukommen. Sind wir denn hier eigentlich schon ein gutes Stück weitergekommen? Also ein weiteres hier wäre gar nicht mal so schlecht. Je mehr, umso besser, sage ich jetzt einfach mal. So, zack, dann kann man nämlich den auch noch hinbauen. Energie haben wir nämlich mehr als genug. Ignitsplitter, ach so. Lass mich ran, der Ignitsplitter war eins von den Sachen, die hier gerade feststecken. Okay, zack, zack. Diese Einheit ist einfach viel zu klein für irgendetwas. Mit viel zu klein meine ich auch viel zu klein. Zack und zack. Sammeln wir das Zeug mal auf. Das können wir alles verkaufen gehen. Du ebenso, Dankeschön. Geh mal einen Schritt zurück. Bevor wir zwei Schritte nach vorne gehen. Ja, verkaufen ist einfach ein essentieller Faktor in dem Spiel. Genauso wie Bergbau. Oh, komm schon. Ernsthaft? Nein, ernsthaft. Nein, 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 nein. Gerade sagen, jetzt kann ich mir aber nicht hier festhängen. Das kannst du mir jetzt aber nicht bringen hier. Oh, fast alles mitgenommen. Kommt das bisschen auch noch. Ja, hey! Uhu. Ich wusste gar nicht, dass das Fahrzeug fliegen kann. Nicht schlechter Specht. Ich werde jedes Mal aufs Neue von meinem Fahrzeug überzeugt, es hat was drauf. Ich weiß nicht, was es drauf hat, aber es hat es auf jeden Fall drauf. Jetzt sagt bloß, er kommt nicht mehr raus, oder? Nein, kommt er nicht. Kommt nicht mehr raus, so wie es ausschaut. Wie wär's denn mit. Boah, so und so. Und das Ganze nochmal. Anstatt jetzt zu verkaufen, tun wir das Ganze wieder ins System reinholen irgendwie. Hauptsache, er ist irgendwie in der Lage, sein Zeug zu bauen. Wäre ich ja schon mal mehr als glücklich mit der Welt. Nachdem das es wahrscheinlich eh noch ein bisschen braucht, können wir uns darauf aufmachen, die kleine Lieferkiste zu verhindern. Tot umfallen. Machen wir. Und patz, aber weggeschmissen. Ein einziges Mal tot umfallen kommt sofort. Den können wir nämlich auch dann gleich im Hintergrund töten. 105.000, also Kohle haben wir definitiv genug. Sehen Sie, es gibt eine Lieferkiste. Jep, ich weiß, da gibt es eine Lieferkiste, aber ich komme nicht so ganz hoch. Moment. Ich muss mich kurz hoch teleportieren. Mit meinen übernatürlichen Kräften. Des Übernatürlichseins. Ja, das Ding ist einfach bei weitem. Achso, wo ich hingucke, da bewege ich mich hin. Okay. Das ist für die Zukunft gut zu wissen. Mehr als gut zu wissen sogar. Oh, na. Okay, Moment, Moment. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Nur noch ein paar klitzekleine Millimeter. Ja, halte ich ihn aber auch. Das Zeug hätte ich doch liebend gerne. Jetzt haben wir hier ein paar Räder. Wir haben hier einen Schrottmagneten. Oh, du bist doch bestimmt eine Reparaturblase. Ja, natürlich. Ohne Schrotflinte. Auch alles, was das Herz so braucht. Rotiterz, wenn ich jetzt wüsste, was Rotit war, könnte ich damit auch was anfangen. So, zack, fertig. Machen wir es dich noch kaputt, was soll's. Was soll's, dich können wir noch kaputt machen. Du bist ein kleines Dingerle. Das definitiv.
Na gut, zumindest einen tot gemacht. Definitiv kein Problem mit hat, wenn ich es töte. Würde ich jetzt quasi mal so annehmen. So, alles mitnehmen. Alles mitnehmen, wird alles verkauft und verarbeitet. Dankeschön. So und nicht anders muss das sein. Tech-Jäger, Tech-Jäger. 50 Rote, ja, muss ich immer noch rausfinden. Okay, heißt, wir haben jetzt genug Batterien zumindest. Uiuiui. Die Batterie ist aber ganz schön am Schwächen hier. Wir haben auf jeden Fall genug Batterien, um was noch Größeres aufzubauen. Beziehungsweise jetzt mal im Versuchszustand, wirklich mit einer Anhängerkupplung was zu machen. Das sollte doch eigentlich im Bereich des Möglichen sein. Also wie mit dem Receiver zu arbeiten. Aber, machen wir so, das überlege ich mir, habe immer ins Wochenende jetzt Zeit. Und hoffe an der Stelle, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und wer Tipps hat, natürlich immer in die Kommentare schreiben. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei sein könntet. Bis dato, macht es gut und wie immer. Tschüssi. Das Rad ist aber auch gut weit geflogen hier. Zack.